Herzlich willkommen beim Report. Regierungsstatus stabil oder labil? Live im Studio Ministerin Edtstadler. Politik und Medien, wie gelingt ein sauberes Verhältnis? Und Long-Covid, zu wenig Reha-Plätze für immer Jüngere. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Vielleicht haben Sie es ja noch im Ohr. Es waren mahnende Worte des Bundespräsidenten an den neuen Bundeskanzler Schallenberg und Vizekanzler Kogler. Und zwar folgende. Worte alleine werden nicht genügen, um das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Dafür brauche es ernsthafte Arbeit, sprach Alexander Van der Bellen. Aber kann das nach all den Geschehnissen der letzten Wochen reibungslos funktionieren? Und wenn, wie? Das wollen wir gleich ausloten, und zwar mit ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler live hier im Studio. Zuvor zeigen uns aber Stefan Daubrauer, Martin Busch und Alexander Sattmann, warum das trotz türkis-grüner Beteuerungen nicht einfach werden dürfte. Verschnaufpause für Sebastian Kurz. Die letzten Tage waren für viele in unserem Land eine emotionale Achterbahnfahrt. Bis zu seiner Auslieferung durch den Nationalrat darf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht weiter gegen ihn ermitteln. Doch schon jetzt liegt einiges gegen ihn vor. Es sind hunderte Seiten an Ermittlungsergebnissen. Der Vorwurf: Untreue und Bestechlichkeit. Kurz beteuert wiederholt seine Unschuld. So auch kürzlich in diesem Facebook-Video. Ich bin froh, dass es mittlerweile mehr und mehr Experten gibt, die auch klar sagen, dass es keinen Hinweis auf eine Anstiftung und somit ein strafrechtlich relevantes Verhalten von meiner Seite gibt. Kurz meint dieses ZIP-2-Interview mit dem Strafrechtsprofessor Robert Kert. Auf die Frage, ob die bisherigen Fakten reichen, um Kurz als Bestimmungstäter, also Anstifter, anzuklagen, sagt er: Allein der Umstand, dass es zu seinem Nutzen ist, ist sicherlich nicht ausreichend für eine Bestimmungstäterschaft. Also Bestimmungstäterschaft bedeutet eben also umgangssprachlich Anstiftung, und ich brauche irgendeinen Akt, sei es jetzt eine Beauftragung oder sei es irgendwie eine Einflussnahme, dass die unmittelbaren Täter aktiv werden. Und das sehe ich jetzt momentan in dieser Anordnung der Sicherstellung eigentlich noch nicht gegeben. Nach dem Interview schreibt Kert: Leider verwendet es die ÖVP gerade als Argument dafür, dass Kurz unschuldig ist. Nichts lag mir ferner als das. Es ist auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Auch Strafrechtsprofessor Alois Birkelbauer sieht Kurz nicht entlastet. Es sei nicht relevant, ob Kurz Manipulationen bei Umfragen oder Rechnungen beauftragt habe. Es reiche, wenn er darüber Bescheid wusste. Also Kurz muss nicht den Auftrag gegeben haben. Das, was er als Anstifter bezeichnet, ist diese enge Form der Bestimmungstäterschaft. Das heißt, dass die Initiative von ihm ausgegangen ist und er den Tatentschluss bei den anderen geweckt hat. Das ist nicht so einfach nachzuweisen, aber die Beitragstäterschaft, die mit der gleichen Strafdrohung bedroht ist, die ist viel leichter nachzuweisen, und dazu hat er sich eben nicht geäußert mit dieser Aussage. Also wirklich entlastet sehen Sie ihn nicht? Entlastet sehe ich ihn nicht, weil in den Chat klar dokumentiert ist, dass er aktiv mitgewirkt hat, wie konkret diese Umfragen gemacht werden, auch dass er mit Beteiligten gesprochen hat, um sie zur Mitarbeit zu bewegen. Ein Beleg, dass Kurz involviert war, könnte laut den Ermittlern dieser Chat mit Thomas Schmidt sein. In diesem unterhalten sich die beiden über die ehemalige Meinungsforscherin und ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin. Thomas Schmidt schreibt: Gute News bei der Umfragefront. Sophie, weiß ich nicht, ob ich überreden konnte. Kurz antwortet: Kann ich mit ihr reden? Darauf Schmidt: Wenn du ihr sagst, dass jetzt nicht die Welt untergeht und dass Mitterlehner eben ein Arsch war und so weiter, hilft das sicher. Kurz: Passt, mach ich. Zentrale Figur ist die Meinungsforscherin Sabine Weinschab. Der Kontakt zu ihr soll eben über die damalige Ministerin Sophie Karmasin geknüpft worden sein. Weinschab wurde schon einvernommen und wegen Verdunkelungsgefahr auch kurzzeitig inhaftiert. Ihr drohen mehrere Jahre Haft, außer sie kooperiert. Die Möglichkeit, dass ich bei einem umfassenden Geständnis sehr mild bestraft werde, mitunter sogar ein Diversionsangebot kriegen kann, die besteht im jeden Fall. Das heißt, die Kooperation, dass die entsprechend honoriert wird im Strafprozessrecht, dafür brauche ich gar keine Grundzeugenregelung. Weinschabs Aussagen könnten für Nervosität sorgen. Auch zu der Frage, ob sie von der Hausdurchsuchung gewusst hat, also ob und wer sie gewarnt hat. Hinweise darauf gibt es. Die Neos haben eine dringliche Anfrage ans Justizministerium gerichtet und haben einen konkreten Verdacht. Unsere Sorge ist, dass hier aus dem Innenministerium
Ermittlungsmaßnahmen verraten werden. Und das Absurde ist, wer wäre zuständig, sich dieser Sorge anzunehmen und hier der Sache nachzugehen? Innenminister Nehammer. Wiederum ein türkiser Minister und ein Vertrauensmann von Sebastian Kurz. Auf Verlangen der Opposition wird es einen sogenannten ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss geben. Start frühestens im Dezember. Untersucht werden sollen das von Kurz betriebene Projekt Ballhausplatz und die Inseratenpolitik der Ministerien. Knackpunkt könnten wie schon beim Ibiza-Untersuchungsausschuss die Aktenlieferungen werden. Ich gehe davon aus, dass die Ressorts den Gesetzen entsprechend vorgehen werden. Also so Sachen von Blümel werden wahrscheinlich nicht wieder passieren. Nur eines muss man schon sagen, es hat nicht nur die Minderheit das Recht, sondern es hat auch das Ressort das Recht, zum Verfassungsgerichtshof zu gehen, wenn sie der Meinung sind, das ist nicht verfassungskonform. Und das als Verzögerung bezeichnen, halte ich nicht richtig. Hier nimmt man die Rechtsmöglichkeiten in Anspruch. Ich weiß es nicht, inwieweit das geschieht. Sebastian Kurz in neuer Rolle. Auf Betreiben der Grünen nicht mehr Kanzler, nur noch Clubobmann. Die Stimmung zwischen Türkis und Grün ist so schlecht wie nie. Auf Unterstützung durch seinen Koalitionspartner kann Kurz im Untersuchungsausschuss kaum hoffen. Nun, die ÖVP weiß ja, wen sie sich ins Boot geholt haben. Die Grünen sind eine Umweltpartei, genauso wie eine Antikorruptionspartei. Und wir stehen auch für starken Parlamentarismus. Wenn etwas schief läuft, dann werden wir mit dem Finger darauf zeigen und es versuchen, besser zu machen. Viel wird dieser Tage von Neuwahlen gesprochen. Ist es nicht wahrscheinlich, dass es früher Neuwahlen gibt, bevor dieser Ausschuss richtig zu arbeiten beginnt? Im Moment würde ich sagen, es ist relativ viel Dynamik in der österreichischen Politik zugange, ist möglich. Wir würden sehr gerne arbeiten, wenn Neuwahlen die Arbeit des Untersuchungsausschusses hier nicht möglich machen, muss ich sagen, umso mehr war es schade, dass wir nicht jetzt schon im Herbst mit unserer Aufklärungsarbeit beginnen konnten. Wobei, Interesse an baldigen Neuwahlen dürfte die ÖVP derzeit nicht haben. In allen Umfragen verliert sie deutlich, liegt sogar Kopf an Kopf mit der SPÖ. Auch wenn vor allem ÖVP-Wähler an die Unschuld von Sebastian Kurz glauben, könnte diese Stimmung schnell kippen. Ja, also die ÖVP-Wähler glauben im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung natürlich Sebastian Kurz schon, dass diese Vorwürfe gegen ihn falsch sind und möglicherweise fallen gelassen werden. Aber es ist nicht eine ausgeprägte Unterstützung. Also das heißt, wir haben ein Viertel, die sagen, ich glaube Kurz absolut, und dann weitere 50%, die sagen, ich glaube ihm eher. Der ÖVP-Wähler. Der ÖVP-Wähler. Und die ÖVP-Wähler, die eher sagen, die können auch ganz, ganz schnell auf die andere Seite switchen und sagen, na, ich glaube ihm vielleicht doch nicht. Also es gibt so eine Unterstützung in der ÖVP-Wählerschaft, aber die ist nicht sehr stark ausgeprägt. Wann auch immer gewählt wird, was wird aus Kurz? Diese Frage muss die ÖVP früher oder später entscheiden. Viele Fragen, die wir jetzt mit ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler besprechen wollen. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend, Frau Schnabel. Frau Ministerin, nach all dem, was war, können Sie den Grünen überhaupt verzeihen? Ich mache keinen Hehl daraus, dass es natürlich eine schwierige Situation ist, vor der wir gestanden sind, vor der wir auch jetzt stehen. Und dass das Vertrauen natürlich auch in den Koalitionspartner durch diese Vorfälle nachhaltig erschüttert worden ist. Es hat unser ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz aus meiner Sicht das einzig Richtige getan und ist zur Seite getreten, um diese Regierung weiterarbeiten zu lassen, um uns allen eine Chance zu geben. Er hat uns auch gebeten, weiterzumachen, und das hat auch der Bundespräsident gemacht. Und jetzt liegt es an uns, diese Staatsräson auch wahrzunehmen und für dieses Land zu arbeiten, die Reformen, die wir begonnen haben, weiterzutreiben. Und das ist, glaube ich, das, was sich die Menschen auch erwarten. Spekulationen, wie wir sie jetzt im Beitrag gesehen haben, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, daran will ich mich nicht beteiligen. Deswegen stehen wir jetzt da. Die Alternative, muss man dazu sagen, wäre aber gewesen, er wäre genau vor einer Woche im Parlament per Misstrauensantrag abgewählt worden. Aber wenn Sie jetzt sagen, keine Spekulationen, können Sie uns ganz glasklar erklären, wie soll denn das jetzt, ist Sie sagen, Ihr Vertrauen wurde erschüttert, funktionieren im Regierungsalltag? Kann das funktionieren? Ich glaube, wir haben gar keine andere Alternative, als jetzt die Befindlichkeiten, die Emotionen zurückzustellen. Es ist immer wieder von zwei unterschiedlichen Parteien auch am Beginn der Koalition die Rede gewesen. Wir haben es im Beitrag gesehen, eine Abgeordnete hat selbst gesagt, wir sind einfach unterschiedliche Parteien. Aber wir haben uns zusammengetan, wir haben ein umfassendes Regierungsprogramm verhandelt. Wir haben das am Tisch liegen, wir wollen das abarbeiten. Und ich sage auch dazu, wir haben enorm viele Herausforderungen dazu bekommen durch die Pandemie. Die Menschen erwarten sich, dass wir jetzt die Arbeitslosenquote runterdrücken, dass wir gleichzeitig die Impfung
Impfrate erhöhen. Wir haben also auf europäischer Ebene viele Themen. Ich komme gerade heute vom Rat in Luxemburg, Allgemeine Angelegenheiten, wo einfach das Spotlight weggegangen ist von drängenden Fragen wie dem Kampf gegen Antisemitismus bis hin zur Migrationsfrage. Und all das gilt es jetzt abzuarbeiten und die persönlichen Befindlichkeiten hintanzustellen. Lassen Sie uns jetzt mal die Punkte abarbeiten, für die Sie verantwortlich sind und die Sie mit den Grünen verhandeln müssen oder müssten. Die sagen nämlich, wichtig ist es jetzt, Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen durch mehr Transparenz. Zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz, Abschaffung des Amtsgeheimnisses, schon lange geplant, liegt derzeit bei Ihnen, aber Sie sind säumig. Wird das kommen? Ich bin nicht säumig. Ich habe einen Gesetzesvorschlag vorgebracht. Ich habe den eingebracht, der war in Begutachtung. Wir haben über 200 Stellungnahmen bekommen. Die hat der Verfassungsdienst auch geprüft. Wir sind ständig in den Gesprächen, die auch von diesem wirklichen Paradigmenwechsel betroffen sind. Sie müssen sich vorstellen, wir schaffen das Amtsgeheimnis damit ab und schaffen ein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht auf Information. Das ist etwas ganz Großes. Das ist eine Verfassungsänderung. Und ich glaube schon, dass es da weniger darum geht, das quantitativ von der Zeit her rasch abzuarbeiten, als wirklich alle auch ins Boot zu holen. Und hier gilt es einfach, die Gespräche zu führen. Ich habe erst vor einigen Wochen mit der Clubobfrau der Grünen gemeinsam mit den Landtagspräsidenten dazu eine Videokonferenz gehabt und mich besprochen. Also wir sind daran, wie sieht denn dann der Fahrplan aus, das zu arbeiten. Wie gesagt, wir führen die Gespräche laufend und wir sind dabei, auch nach diesen letzten 10 Tagen, die ja sehr intensiv waren, wie Sie sich auch vorstellen können, auch persönlich intensiv waren, diese Dinge weiter voranzutreiben. Und das erwarten sich die Menschen auch. Versprochen wurde ja auch, wer die Justiz derzeit wieder einmal wieder erwarten und vor allem nicht wieder erwarten, sondern nicht aus eigenem Interesse im Scheinwerferlicht steht, ein unabhängiger Bundesstaatsanwalt, also eine nicht politische Weisungsspitze. Wird es die noch unter Türkis-Grün geben? Auch da sind wir in den Verhandlungen. Das betreibt die Justizministerin Alma Sadic. Hier hat es schon einige Runden mit Experten gegeben. Und das ist etwas, was wir uns vorgenommen haben, was wir am Beginn des Jahres auch in einem Ministerratsvortrag festgehalten haben. Und da sind wir dran. Ich darf noch einmal dazu sagen, das sind nicht die einzigen Themen. Es gibt einfach unglaublich viele Themen. Und auch wenn ich draußen bin und mit den Menschen rede, dann ist für sie einfach wichtig, dass es eine Regierung gibt, die arbeitet. Und das tun wir. Und das ist im Übrigen auch auf europäischer Ebene heute ganz klar geworden, dass man froh ist, dass wir in Österreich weiterhin verlässlicher Partner sind, und das sind wir. Genau. Weil Sie jetzt Brüssel ansprechen, da kommen Sie ja gerade, und die EU-Kommission hat sehr wohl scharfe Kritik geübt an Ihrer Partei, das zwar nicht ausgesprochen, nämlich, dass hier die Justiz, die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft, deren Ermittlungen quasi gestört wird, dass es hier immer politische Zurufe gibt. Gemeint ist Ihr ÖVP-Kollege Hanger. Sind Sie eigentlich auch seiner Meinung, dass die WKStA, Sie kennen ja diesen Ermittlungsakt, nicht unabhängig ermittelt? Ich bin der Meinung, dass die Justiz jetzt alles daran setzen muss, dass sie rasch ermittelt. Sie soll auch in Ruhe ermitteln können. Aber es gilt jetzt, diese doch schwerwiegenden Vorwürfe, die im Raum stehen, auch rasch aufzuklären. Es hat unser ehemaliger Bundeskanzler gesagt, er wird alles tun, da auch mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Und das ist das Kriterium, um das jetzt geht. Wir spekulieren ja jetzt, Sie spekulieren in einem Bericht ja auch darüber, was da rauskommen könnte. Es gibt auch namhafte Professoren, die sagen, man muss sich schon einmal anschauen, warum denn das alles in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Hier gab es auch Handy-Auswertungen, die gar nichts mit strafrechtlichen Tatbeständen zu tun haben und die einfach Menschen an den Pranger stellen, lange bevor überhaupt entschieden ist, ob es ein strafrechtliches Verfahren geben wird. Und das prangere ich schon an, und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwelche Zwischenrufe an die Justiz gibt. Aber wen prangern Sie denn da an? Denn Ihr Kollege Hanger prangert sehr wohl die WKStA an, wenn er von linken Zellen spricht. Teilen Sie diese Meinung? Oder ist das auch als Verfassungsministerin zuträglich, wenn man das so kommentiert, wenn just gegen die eigene Partei beziehungsweise den damaligen noch Bundeskanzler ermittelt wird? Ich teile die Einschätzung, dass es im Moment sehr vieles gibt, was dem Rechtsstaat insgesamt und auch der Justiz und dem Ruf der Justiz nicht zuträglich ist. Und daher bin ich wirklich dafür, dass wir jetzt, auch nachdem das zu einer Regierungskrise geführt hat, wir das aber lösen konnten, die Justiz in Ruhe ermitteln lässt und tatsächlich die Justiz auch alles daran setzt, rasch zu ermitteln. Das erwarte ich mir. Finden Sie die Frau, Sie wollen ja nicht spekulieren, aber ich nehme an, Sie sind ja Richterin, und ich nehme an, Sie haben diese Hausdurchsuchung, die Anordnung gelesen. Finden Sie
Sie auch wie Bundeskanzler Schallenberg, die Vorwürfe sind falsch? Ich kenne die Hausdurchsuchung, das ist aber bei Weitem nicht der gesamte Akt. Alleine die Ordnungsnummer, die sich darauf befindet, zeigt, dass es ein sehr viel umfänglicher Akt ist. Daher kann und werde ich mir gerade als ehemalige Richterin hier nicht anmaßen, auch nur irgendeine Einschätzung zu treffen. Aber ich vertraue darauf, was diejenigen, die auch da am Aktendeckel stehen, mir sagen, dass sie alles daran setzen werden, das rasch aufzuklären und dass auch nichts dabei herauskommen wird. Die Aufklärung hängt natürlich auch von der Mithilfe von Beschuldigten ab. Also wir sprechen von dieser viel zitierten Kronzeugenregelung. Ob die jetzt dort zutrifft, darüber wollen wir wirklich nicht spekulieren. Aber politisch interessant, die läuft ja Ende dieses Jahres aus. Justizministerin Alma Sadic hat Ihnen einen Entwurf vorgelegt. Und jetzt ist die Frage, wird die ÖVP zustimmen, damit diese EU-rechtskonform weiterlaufen kann? Das ist heute, soweit ich das mitverfolgt habe aus der Ferne, Sie haben ja schon gesagt, ich war heute in Luxemburg beim Rat Allgemeiner Angelegenheiten, auch im Justizausschuss diskutiert worden. Und ich glaube auch, dass man hier eine Lösung finden muss, dass wenn das am Ende des Jahres ausläuft, man davor eine Regelung findet, ob und wie man das dann weiterführt, bleibt aber den Verhandlungen vorbehalten. Aber verlängern ja. Ich denke, dass es eine Lösung geben sollte, dass es hier auch Möglichkeiten gibt, wenn jemand mit der Justiz kooperiert, hier Erleichterungen zu schaffen. Frau Ministerin, Sie sind ja Richterin, haben wir schon besprochen, aber jetzt da als Politikerin. Und da gibt es ja nicht nur die strafrechtlichen Vorwürfe, die freilich Gerichte klären werden müssen, sondern es gibt sowas wie politische Verantwortung. Und man wird in den letzten Tagen diesen Eindruck nicht los. Die ÖVP hat kein Interesse, dieses Bild, das da entstanden ist in der Öffentlichkeit, von Politik, wie Politik gemacht wird, aufzuklären. Warum? Also ganz im Gegenteil. Ich denke, das Bild, das hier gezeichnet wird, ist tatsächlich ein verheerendes und das ist nicht zutreffend. Ja, aber wo klärt die ÖVP das auf? Inwiefern? Naja, es hat der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz sich dazu geäußert. Er hat auch gesagt, er würde manches nicht mehr so formulieren. Und ich sage Ihnen, wir müssen einmal einen Schritt zurückgehen und schon auch uns überlegen, wie denn diese Chats, von denen wir ja sprechen, nehme ich an, in die Öffentlichkeit gelangt sind. Es gibt jetzt viele, die hier mit einer Doppelmoral um sich werfen und so tun, als hätten sie selbst noch nie Kraftausdrücke in den Mund genommen. Also ich glaube, das ist wirklich Heuchelei. Und, aber es geht ja nicht nur um die Ausdrücke, Frau Ministerin, es geht um die Gedanken dahinter. Druck auf die Kirche, Druck auf kritische Wirtschaftsforscher, ein bisschen zum Sabotieren der damaligen Koalition, des eigenen Parteichefs. Die Frage, die ich Ihnen damit wirklich konkret stellen will, ist, hat das null Konsequenzen? Also in anderen Parteien würde man sagen, das ist parteischädigend. Also wir wissen, dass natürlich Politiker einen höheren moralischen Standard auferlegt bekommen. Das ist auch in Ordnung so. Aber ich sage Ihnen trotzdem noch einmal, Chats, die gedacht sind in einer privaten Kommunikation, haben in der Öffentlichkeit nichts verloren. Und das wir reden hier ja von zigtausenden Chats, die hier filetiert werden, Woche für Woche, und wo man dann Leute einen Pranger stellt, öffentlich, bevor überhaupt klar ist, was ist denn der Zusammenhang dahinter. Sie werden auch aus dem Zusammenhang gerissen und es wird eine Geschichte darum gebildet. Und da spreche ich jetzt nicht von der Strafjustiz, sondern da spreche ich auch von der öffentlichen Meinung. Und ich finde, das ist etwas, wo man auch die Gesetzeslage anpassen muss. Es gibt so etwas wie ein Briefgeheimnis. Vielleicht, wenn ich das nur ausführen darf. Man kann in einen Brief nicht hineinschauen, außer man hat in einem Strafverfahren einen Verdacht und es gibt eine richterliche Genehmigung dafür. Aber ein Handy wird einfach sichergestellt und man ermittelt sogar, was ist denn in der Cloud, und egal, ob das eine Bewandtnis hat oder nicht, das findet den Weg in die Öffentlichkeit. Und da muss ich die Gegenfrage stellen, finden Sie das in Ordnung? Ich finde es nicht in Ordnung. Ich habe da eine ganz andere Frage dazu. Das heißt, Sie bleiben dabei, Sie wollten das schon ja einmal verbieten, das Zitieren aus diesen Akten, aus diesem Chat. Die Grünen wollten das nicht, selbst die Rechtsanwaltsvertretung, die sagte, Pressefreiheit wird hochgehalten, aber Sie bleiben dabei, Sie wollen das verbieten. Auch da haben wir zwei verschiedene Ebenen. Das, was Sie ansprechen, ist eine Regelung, die es auch in Deutschland gibt, dass man aus Akten nicht mit Faksimile zitieren darf, dass man also Aktenbestandteile nicht im Original abbilden kann. Und das hat schon einen Sinn, denn das Ermittlungsverfahren ist eines, das nicht öffentlich geführt werden soll, eben damit die Justiz auch in Ruhe ermitteln kann. Nicht öffentlich, nach wie vor werden auch U-Ausschüsse künftig geführt werden. Die sollen aber die politische Verantwortung aufklären. Und die Frage ist, wenn es jetzt in diesem neuen um die ÖVP-Korruptionsvorwürfe geht, ist es da, macht es einen schlanken Fuß, dass Wolfgang Sobotka den Vorsitz führen soll? Die politische Aufklärung liegt tatsächlich beim Untersuchungsausschuss. Das ist ein politisches Instrument, ein Kontrollinstrument, das ich als Verfassungsministerin selbstverständlich anerkenne. Aber ich erkenne auch an, dass die Führung des Untersuchungsausschusses ebenso eine Sache des Parlaments ist. Und der Geschäftsordnungsausschuss des Parlaments wird auch darüber befinden. Aber Sie haben bestimmt eine Meinung.
Ja, ich habe eine Meinung dazu, aber ich sage Ihnen trotzdem, ich anerkenne die Gewaltenteilung. Legislative und Exekutive sind getrennt, das Parlament ist Legislative und die Aufklärung liegt dort. Die Regierung ist Exekutive und unsere Aufgabe ist es, das Land auch in stürmischen Zeiten sicher zu führen und das ist das, was wir vorhaben. Überlassen Sie Wolfgang Sobotka selbst. Ich sage danke für den Besuch im Studio. Danke Ihnen, Frau Schnabel. Ja, und nach den Chatprotokollen sollten wir unbedingt auch über das Verhältnis von Medien und Politik sprechen. Kein leichtes Kapitel, aber vorweg. Uns hier im Report ist einzig die Nähe zu Ihnen, unserem Publikum wichtig, sowie die Distanz zu den Mächtigen. Darum bemühen wir uns und dennoch ist dieses Verhältnis generell oft schwierig und wie einige Chats nun belegen, mancherorts mutmaßlich auch kriminell. Daher verschaffen uns Ilmaz Gülüm und Julia Ortner einen Überblick über das derzeitige politmediale Verhältnis, wie es ist und wie es sein sollte. Guten Morgen. Morgen. Hallo, die Staatsminister. Einmal ordentlich sauber machen im Parlament. Das wollen die drei Herren von Wir Staatskünstler und die neue Initiative Saubere Hände. Heute hier bei einer Performance zwischen den Parlamentscontainern. Man möchte gegen Korruption antreten. Ein Problem, das im Zuge der Inseraten-Affäre nicht nur die Politik, sondern auch die Medienlandschaft erschüttert hat. Im Corona-Jahr 2020 betragen die gesamten Werbeausgaben der öffentlichen Hand in den heimischen Medien 222 Millionen Euro. Die Presseförderung liegt bei nur 8 Millionen. Der Medienwissenschaftler Andi Kaltenbrunner hat die Werbeausgaben in einer neuen Studie analysiert. Das läuft vollkommen aus dem Ruder. Das schafft Abhängigkeitsverhältnisse, die absolut nicht wünschenswert sind, weil viele überhaupt anlässlich der aktuellen Affären das Gefühl haben, Journalismus sei ja ohnehin nur gekauft und das von Regierungen, welchen auch immer, gekauft und nicht glaubwürdig. Und das ist etwas, das uns sicher noch sehr zu schaffen machen wird in nächster Zeit. Insgesamt zahlte alleine die Bundesregierung 2020 33,5 Millionen Euro an Inseraten an Medien und ihre Online-Kanäle. Das meiste ging an die Kronenzeitung mit 8,4 Millionen Euro, gefolgt von Heute mit 5,5 Millionen und Österreich mit 5,2 Millionen Euro. Die drei Medienhäuser bekamen so mehr als die Hälfte aller Inseratengelder der Bundesregierung. Mit Inseratengeldern soll auch Einfluss auf die Berichterstattung genommen werden, so lautet der Vorwurf. Diese Praxis sei nicht neu, aber mit dem Auftreten der Gratiszeitungen viel direkter geworden, sagt die langjährige Beobachterin. Mit den Gratiszeitungen hat es schon eine Dimension bekommen, die wär früher nicht möglich gewesen. Und zwar im direkten Verlangen von Politik und Medien. Also die Medien haben, gewisse Medien, ja, vor allem am Boulevard, haben verlangt und die Politik hat geliefert, aber umgekehrt natürlich auch, hat die Politik verlangt. Der Medienunternehmer Eugen Russ profitiert mit regionalen Marktführern wie den Vorarlberger Nachrichten auch von der Inseratenvergabe, fordert aber einen Systemwechsel. In Österreich ist die Lenkungswirkung eine konservierende auf das alte Geschäftsmodell. Während um uns herum oder alle am neuen Geschäftsmodell arbeiten, in der Lernkurve natürlich massiv zulegen und wir verharren im alten Geschäftsmodell. Und das gehört geändert und da hoffe ich sehr auf das Mondfenster. Keiner der Beteiligten will auch nur einen Steuersenz sparen in der Diskussion. Jeder will das Geld für sich. Es wird ja der Eindruck erweckt, als würde man in Wirklichkeit sich jetzt engagieren, um der Bevölkerung wahnsinnig viele Millionensummen zu ersparen. In Wirklichkeit will man eine Neuverteilung des Geldes haben. Für den Chefredakteur der Gratiszeitung Heute aus dem Hause Eva Dichernd geht die aktuelle Debatte nur in eine Richtung. Was ich übel finde, ist, dass diese Neiddebatte da ist. Ich fände es viel klüger, würde sich die Branche an einen Tisch setzen, selber mal formulieren, was vernünftige Spielregeln werden. Und dann an die Regierung herantreten, so würden wir uns das vorstellen. Auch Qualitätsmedien beschäftigen sich nun mit ihrem Verhältnis zu Politik und Inseraten. Kleine Zeitung-Chefredakteur Hubert Patterer legt etwa Umsätze und Inserateneinnahmen offen. Pressechefredakteur Rainer Nowak entschuldigt sich bei seiner Leserschaft für den Ton in jenen Chats, in denen er sich mit Ex-Übergeschäft Thomas Schmidt austauscht. Der Styria-Vorstandsvorsitzende und Präsident des Verbands österreichischer Zeitungen setzt auf Transparenz und Selbstreflexion. Medien haben überhaupt die dringende Aufgabe, Transparenz zu schaffen, nach innen und nach außen.
Und wir haben die Ereignisse der letzten Wochen auch intern sehr intensiv diskutiert, auch aufgearbeitet. Und ich glaube, es ist auch wichtig an der Stelle, das gilt auch für die Politik, dass Journalisten die Möglichkeit haben sollen, und ich hoffe, sie nützen sie auch immer wieder, über Fehlerkultur zu sprechen, wie sie damit umgehen. Klar ist jedenfalls, dass bei fast allen Verlagen der Erlös aus öffentlichen Inseraten und Förderungen höher als der ausgewiesene Gewinn ist. Ohne öffentliche Gelder würden zahlreiche Medien also rote Zahlen schreiben. Der Grad der wirtschaftlichen Abhängigkeit variiert jedoch. Für die Styria-Gruppe, zu der Presse und Kleine Zeitung gehören, machen öffentliche Gelder 2020 laut Kaltenbrunner rund 7% des Umsatzes aus. Beim Standard sind es rund 15%, für die Mediengruppe Österreich etwa 20% und für heute sogar rund 35% des Jahresumsatzes. Es ist aber nicht nur der Bund, auch die Stadt Wien ist ein großer Inseratenkunde. 2020 zahlte sie 15,6 Millionen Euro an Medien, oftmals Imagewerbung ohne konkreten Inhalt. Glaubt denn wirklich jemand, oder, dass die Wienerinnen und Wiener so vergesslich sind, dass sie wöchentlich in ganzseitigen Inseraten, in Boulevardzeitungen erinnert werden müssen, dass es eine Müllabfuhr gibt oder dass es eine U-Bahn gibt? Das wird wahrscheinlich auch noch andere Gründe haben, warum diese Inseratengelder fließen. Und ich denke, wir sollten hier auf eine Grundlage kommen, wie es eben auch in durchaus anderen Nachbarländern um uns herum europäische Normalität ist. Die heimischen Inseratenvolumina seien international einzigartig, sagt die österreichische Digitalisierungsexpertin Anita Zilina, die 2020 von den NEOS für den ORF-Stiftungsrat nominiert wurde. Was man leider in Österreich sieht, ist, dass diese Verhaberung, wie man sie so gerne bezeichnet, natürlich auch ein gewachsenes gesellschaftliches Phänomen ist. Ich glaube, das, was jetzt passiert, ist, dass endlich diese Thematik und diese Diskussion ein Ausmaß erreicht hat, wo, glaube ich, der Widerstand der Zivilgesellschaft vorhanden ist und zu sagen, so können wir eigentlich nicht mehr weitermachen. In diesem Umfeld ist es für Medien immer auch eine Gratwanderung, professionelle Distanz zu wahren. Das Land ist so klein, es lässt sich nicht vermeiden. Jeder geht jeden irgendwann und irgendwo in die Schule, in die Tanzschule, aufs Studium. Das Problem ist wiederum die Heuchelei. Man gibt es nicht zu. Man muss nah dran sein, um an Informationen zu kommen. Man muss nah dran sein, um gut und ordentlich berichten zu können. Das kann ich gar nicht sagen, dass das zu nahe war, aber vermutlich hat man nicht jeden Spin sofort gerochen oder gesehen. Vielleicht ist es auch notwendig, noch einmal genau nachzuhaken, nachzufragen und nicht alles sofort für bare Münze zu nehmen, was erzählt oder berichtet wird von Seiten der Regierung. Und wie könnte jetzt eine neue, transparente Inseratenvergabe und eine neue Medienförderung aussehen? Man kann, glaube ich, auch über Deckelungen sprechen. Also hier gibt es viele Möglichkeiten, um aus diesem schrecklichen Anlassfall heraus jetzt dringende Reformen in Österreich anzugehen. Und ich hoffe auch, nicht in einem unendlichen zeitlichen Rahmen, sondern dass das relativ rasch und bald jetzt passiert. Medienförderung muss an Kriterien geknüpft sein. Das können Kriterien sein wie Diversität in den Redaktionen, wie thematische Ausrichtung, das kann Nachwuchsförderung sein, das kann Digitalisierung oder das Ausmaß des Innovationsgrades eines Mediums sein. Das wäre eine neue Welt für die heimischen Medien. Bisher fehlte in der alten Welt noch der Wille dazu. Und dann war da noch etwas. Genau, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das zeigen nicht nur die aktuellen Covid-Zahlen. 2590 gemeldete Neuinfektionen waren es heute. Das zeigen wir Ihnen auch noch in dieser Sendung in einer erschreckenden Reportage über Long-Covid. Aber vorerst ein Blick in den Süden. Wir wollten wissen, warum gerade in Nachbarländern wie Slowenien und weiter südlich die Impfskepsis nach wie vor so groß ist. Gibt es ähnliche oder andere Gründe wie hier bei uns? Unser Korrespondent Christian Werschütz hat nachgefragt. Slowenien ist der Staat im ehemaligen Jugoslawien, in dem die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen am stärksten sind.
So drangen im September Demonstranten in die Zentrale des staatlichen Fernsehens in Laibach ein, dem sie eine einseitige Berichterstattung vorwerfen. Das Staatsfernsehen war auf diese Angriffe völlig unvorbereitet. Erst ein Polizeieinsatz konnte die Ordnung wiederherstellen. Doch es kam auch zu rein friedlichen Protestaktionen im Stadtzentrum. Die weltanschauliche Bandbreite der Covid-Gegner ist ebenso groß wie in anderen Ländern. Nach Umfragen spielt bei der Impfbereitschaft vor allem das Alter eine Rolle, nicht aber die Bildung oder das Stadt-Land-Gefälle. Die Spaltung der slowenischen Gesellschaft geht aber weit über die Haltung zur Corona-Impfung hinaus. Das beste Beispiel ist die Haltung zur 3G-Regelung, die die Regierung vor einigen Wochen verschärft hat. Und das hat in einem Teil der Bevölkerung große Wut ausgelöst. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Bürger gespalten sind. Eine Hälfte unterstützt diesen Beschluss, die andere Hälfte lehnt ihn ab. Dabei muss ich betonen, dass mehr als ein Drittel ganz entschieden dagegen ist. Diese Wut drückt sich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Da kommt es sehr rasch zum Streit und zu Zwischenfällen, etwa in Gaststätten. Da erging es vor allem den Kellnerinnen sehr schlecht, die von ihren Chefs nicht geschützt wurden und auch Drohungen ausgesetzt waren. Tatsache ist, dass die Impfbereitschaft in Slowenien zu den niedrigsten in der EU zählt. Nach Umfragen sind 12% der Bevölkerung kompromisslose Gegner einer Covid-Impfung, während 20% in ihrer Haltung schwanken. Diese Skepsis geht offensichtlich weit über Corona hinaus und zeigt sich auch bei anderen Impfungen. Slowenien hat es seit seiner Unabhängigkeit wahrscheinlich nicht ausreichend geschafft, seine Bewohner von der Bedeutung der Impfung zu überzeugen. Bei der Grippe haben wir nur eine Impfrate zwischen 6% und 8% der Bevölkerung erreicht. Das ist einer der niedrigsten Werte in Europa. Und das ist ein Grund. Der zweite betrifft nicht nur uns. Auch wir wurden in den vergangenen Jahrzehnten zu sehr individuellen Menschen. Da gibt es nicht mehr das Gefühl der zwischenmenschlichen Bindungen. Daher betonen wir, dass uns die Epidemie zu einem gemeinsamen Ziel verbinden muss. Und zwar so wie im Jahre 1990, als wir uns für die Unabhängigkeit entschieden haben. Diese Einheit fehlt auch in der Politik. Ministerpräsident Janez Janša, seine Regierung und die Opposition sind jedenfalls weit von einem politischen Schulterschluss entfernt, wie er in Dänemark erreicht wurde, wo auch die Durchimpfungsrate enorm hoch ist. Trotzdem haben in Slowenien erklärte Impfgegner keine politische Vertretung im Parlament. Doch auch in der Politik gibt es kein Vakuum und so hat sich in Slowenien eine Anti-Covid-Partei gebildet. In der Stadt Kran, 20 Kilometer nordwestlich von Laibach, hat diese Partei ihr bisher bescheidenes Büro. Geführt wird sie von Zoran Stefanovic, der Proteste gegen die Corona-Politik organisiert hat. Facebook ist sein zentrales Medium. Er ist EU-Skeptiker und sieht Slowenien von korrupten Parteien regiert. Man brandmarkt uns als Impfgegner, doch das sind wir nicht. In Wahrheit sind wir Covid-Gegner und wir behaupten, dass Covid eine Plattform für Korruption und Manipulation darstellt. Covid ist eine Sache der Statistik, die klar auf der Seite jener ist, die alle Maßnahmen verneinen, als fruchtlos, unnötig und als Spielwiese für Korruption ansehen. Diese Maßnahmen zerstören gesunde Menschen und die Wirtschaft. Wir sind dafür, dass ein System der Empfehlungen angewendet wird. Proteste gegen Covid-Maßnahmen gab es auch in anderen Ländern des ehemaligen Jugoslawien. Allerdings gibt es noch keine politische Partei. Demonstriert wurde etwa in der kroatischen Hauptstadt Zagreb beim sogenannten Festival der Freiheit. In Kroatien haben bis Mitte September nur 42% der Bewohner auch die zweite Corona-Impfung bekommen. Im südlichen Nachbarland Montenegro liegt dieser Wert gar nur bei 34%. In Montenegro werden die Corona-Schutzmaßnahmen nur halbherzig befolgt. Ein negatives Beispiel bildet die einflussreiche serbisch-orthodoxe Kirche, auch bei Gottesdiensten mit vielen Gläubigen. Diese Haltung ist besonders absurd, weil etwa der Patriarch oder andere führende Bischöfe an den Folgen von Corona verstorben sind. Auch in Serbien ist die Bandbreite der Covid-Gegner groß.
So weist die Organisation Ich lebe für Serbien das Etikett Anti-Vaxxer zurück. Dieser Begriff ist falsch. Jemand ist kein Anti-Vaxxer, kein Impfgegner, nur weil er die freie Wahl haben will. Meine Bewegung und ich sind für die freie Wahl, ob wir uns impfen lassen oder nicht, weil jeder medizinische Eingriff, und dazu zählt auch eine Impfung, unerwünschte Nebenwirkungen haben kann. Auch bei anderen Eingriffen hat der Mensch die Entscheidungsfreiheit. Unser Aktivismus bezieht sich auf die Menschenrechte in der Medizin und daher ist das eine politische Frage. Zu Beginn des Jahres war Serbien das erste Land am europäischen Kontinent, das massenhaft über Impfstoff verfügte. Doch nach einem ersten Andrang ist die Impfbereitschaft auch in diesem Land des Balkans spürbar gesunken und nur 43% der Bevölkerung haben auch die zweite Dosis erhalten. Auch in Serbien nimmt die Impfbereitschaft ab, je jünger die Bevölkerung ist. Hinzu kommt ein Stadt-Land-Gefälle, während die Bildung keine große Rolle spielt. Weniger als 10% sind radikale Impfgegner, 20%, vor allem jüngere Serben, sind Impfskeptiker. Das sind mehrheitlich Menschen, die abwarten. Einige verlassen sich auf ihre Immunität, auf ihr gesundes Leben und darauf, dass sie bisher nicht an Corona erkrankt sind. Andere bewerten das Risiko der Impfung und des Virus falsch und denken, dass sich dieses Risiko in etwa die Waage hält. Andere sind nur vorsichtig und neigen zu Mythen, wenn es um die Corona-Impfung geht. So sagen junge Paare, dass sie die Impfung aufschieben, weil sie am Nachwuchs arbeiten. Ich halte es für falsch, diese Gruppe zu verurteilen, weil wir als Gesellschaft daran interessiert sein müssen, dass sich diese Menschen impfen. Das ist mit einer Stigmatisierung nicht zu erreichen. Serbien und Slowenien haben sich in den vergangenen 30 Jahren sehr unterschiedlich entwickelt, von der Ukraine und anderen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion ganz zu schweigen. Trotzdem ist der Widerstand in all diesen Staaten gegen die Covid-Impfung und gegen Schutzmaßnahmen hoch, höher etwa als in entwickelten Staaten der EU. Doch was ist der gemeinsame Nenner dieser Staaten? Die Generation, die die Impfung am stärksten ablehnt, ist die sogenannte Generation Y. Das sind Personen, die in den 80er Jahren geboren wurden und in ihrer Kindheit den Zerfall eines Staates wie Jugoslawien erlebt haben und in der Zeit der Bildung eines neuen Staates aufgewachsen sind. Diese Generation hatte keinen festen Boden unter den Füßen und auch keine starke Identifizierung mit einem Staat. Zweitens erlebte diese Generation später große Enttäuschungen, etwa bei der Privatisierung. Dieser Generation wurde nichts auf ihrem Lebensweg mitgegeben. Die Erwartungen waren hoch, umso größer war die Enttäuschung. Die Einstellung zur Corona-Politik dürfte daher mit der Grundeinstellung und dem Vertrauen zusammenhängen, die ein Bürger seinem Staat und seiner politischen Führung entgegenbringt. Am Balkan ebenso wie in vielen anderen Ländern Europas. Und so gibt es heute von unserer Regierung Corona-Neuigkeiten. Denn künftig gilt die 3G-Regel auch am Arbeitsplatz. Wann genau ist noch ungewiss, die Verordnung dazu soll in den nächsten Tagen vorliegen. Und ich darf Ihnen jetzt Franz Moser vorstellen. 55 Jahre alt, der hat Covid überlebt. Wie er sich nach Wochen auf der Intensivstation wieder ins Leben zurückkämpft, wollen wir Ihnen gleich zeigen. Denn Herr Moser ist einer von vielen immer jüngeren Long-Covid-Erkrankten. Was das für die Betroffenen bedeutet und gibt es überhaupt genügend Reha-Plätze, das zeigt uns jetzt Nicole Campbell in ihrer Reportage aus Bad Gleichenberg. Schön auf die Atmung konzentrieren. Ein paar Kniebeugen reichen, um Franz Moser außer Atem zu bringen. Der 55-Jährige ist Pilot und war immer kerngesund. Jetzt kämpft er im Klinikum Bad Gleichenberg gegen die Folgen einer Corona-Erkrankung. Anfang Mai bricht er zu Hause zusammen und kommt auf die Intensivstation. Wie lange waren Sie dann wirklich im Tiefschlaf? Also zweimal im Monat. Das Aufwachen war eine Katastrophe. Ich habe das auch da mitbekommen, dass man sich dann zu dritt, also drei Ärzte, haben entschieden, wie es weitergeht. Da war ein Arzt dagegen, also der hat gesagt, abschalten. Eine zweite ECMO bringt nichts. Am Ende des Tages ja, ist dann die Familie gekommen und dann auch der Pfarrer zum
einsegnen bzw. letzte Ölung. Und dann hat man mich neuerlich wieder im Tiefschlaf versetzt. Und auf Zehenspitzen hochdrücken. Genau, so gut es geht. Ausschlaggebend war, dass er keine Vorerkrankungen hatte. Franz Moser überlebt und kämpft sich zurück. Nach jeder Übung misst die Physiotherapeutin die Sauerstoffsättigung. Nicht nur der Körper macht Probleme. Der Oberösterreicher ist vergesslich geworden und leidet an Wahnvorstellungen. Ja, sehr gut. Aber ganz extrem, wie ich mir es nicht vorstellen können habe, wo dann immer wieder die Ärzte gesagt haben, legen Sie noch ein paar Minuten hin und dann reden wir, weil Sie haben schon wieder Wahnvorstellungen vom Covid. Also das hat man schon offen kommuniziert. Genauso wie mein Fuß, ich kann den rechten Fuß, da habe ich Vorfußheberschwäche. Und da haben sie schon gesagt, das war ein Lagerungsproblem von der Intensiv. Das haben aber die meisten, also alle, die hierher kommen, nach Bad Gleichenberg, die erkennen ich schon am Gang, wenn sie gingen, weil sie im Vorfußheberschwächen haben. Das Klinikum ist auf Lungenkrankheiten spezialisiert. Ein Drittel der Betten ist für Post- und Long-Covid-Diagnosen reserviert. Eine potenzielle neue Volkskrankheit. Man geht derzeit davon aus, dass rund 15% aller Personen, die eine akute Covid-Erkrankung hatten, dass die dann auch ein solches Long-Covid-Syndrom, ein Post-Covid-Syndrom entwickeln. Das ist umgekehrt, also gesagt, kann man sagen, in etwa jede achte Person, die von einer akuten Infektion betroffen ist. Und da spielt es tatsächlich keine Rolle, ob Vorerkrankungen vorhanden waren oder nicht. Stefanie Heindl ist im Dezember zum zweiten Mal an Corona erkrankt. Mit einem leichten Verlauf. Die Beschwerden halten bis heute an. Ich bin erschöpft, wenn ich nur mit meinen Kindern Aufgaben machen tue. Oder ja, wenn ich normale Alltagsgegend-Sachen mache. Staubsaugen, aufwaschen, Betten überziehen, solche Sachen. Also das tue ich dann auch mit Pausen. Die 31-Jährige ist von Niederösterreich zurück zu ihrer Mutter ins Südburgenland gezogen. Alleine schafft sie den Alltag mit zwei Kindern nicht mehr. Lange wurde sie nicht ernst genommen. Man hat schon gehört davon, aber die Diagnose selber habe ich jetzt hier in Bad Gleichenberg gekriegt, auf der Reha, dass ich die habe quasi, das Long-Covid. Long-Covid war bei unserem ersten Besuch im Februar noch relativ neu. Mittlerweile wurden 1200 Patientinnen und Patienten deswegen behandelt. Der Jüngste gerade einmal 18 Jahre alt. Wir hatten ja am Beginn des Jahres vor allem die Herausforderung, über die Sicherheitsmaßnahmen, die Sicherheitskonzepte umzusetzen und gleichzeitig ein ganz neues Therapiekonzept für unsere Patientinnen mit Post-Covid zu entwerfen. Und wir haben jetzt eine Routine entwickelt. Die Routine ist auch in den 5000-Einwohner-Ort zurückgekehrt. Am Hauptplatz Bauernmarkt statt Lockdown. Vieles ist anders als bei unserem ersten Besuch im Februar. Hotels und Gastronomie waren damals geschlossen. In den privaten Tourismusschulen Unterricht im Schichtbetrieb. Heute sind die Masken verschwunden. Doch die Pandemie ist noch nicht vorbei. Ihre Folgen sind vor allem im Tourismus spürbar. Selbst renommierte Privatschulen wie in Bad Gleichenberg kämpfen um Nachwuchs. Was wir schon gespürt haben, dass die Nachfrage in der Corona-Zeit ein bisschen zurückgegangen ist. Wir konnten jetzt nicht so gut bewerben wie in den vergangenen Jahren. Es gab keine Schulmessen, es gab keine Auftritte außerhalb der Schule. Wir mussten auch alles in den virtuellen Raum verlagern, haben das ganz gut geschafft. Aber natürlich ist es schon ein Unterschied, ob ich jetzt ein Angebot über das Internet präsentieren muss oder ob ich vor Ort auf einer Schulmesse oder in einer Schule präsentieren kann. Im Kolleg gibt es heuer nur eine erste Klasse, statt wie vorher zwei. Ein Schuljahr kostet 4.300 Euro, viel Geld für die Ausbildung in einer Krisenbranche. Wir haben eine sehr fundierte Ausbildung in zwei Jahren dann. Und falls der Fachkräftemangel dann noch anhalten sollte, dann können wir uns zwischen sehr guten Positionen, sprich sehr guten Jobangeboten auswählen. Die Krise, ja, sie nimmt uns alle mit, das ist klar. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt die Gelegenheit, da zu sein und alles üben zu dürfen und nicht online irgendwie das zu versuchen. Distance Learning und Pandemie haben bei allen Schülerinnen und Schülern Spuren hinterlassen.
Es gibt natürlich vermehrt Schüler und Schülerinnen mit Depressionen, Schlafstörungen. Und da sind wirklich viele Dinge aufgepoppt, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Waren Sie da überrascht, oder? Wir waren ganz überrascht, weil wir uns das vorher nicht vorstellen konnten. Also wir hatten Schulpsychologie immer bei uns im Haus. Die ist jetzt mehr gefragt denn je. Lena Puntigam maturiert heuer. Sie ist im französischen Zweig der Abschlussklasse. Die anderen lernen Spanisch. Ich finde, wir haben sehr viel verloren, auch an was wir schon einmal konnten, wieder vergessen durch den Online-Unterricht. Ich finde nicht, dass das jetzt wirklich uns viel weitergebracht hat. Zumindest der Matura-Ball hat vor 2,5 Wochen stattfinden können. Aus Sicherheitsgründen gab es eine 1G-Regel. Einlass nur mit einem negativen PCR-Testergebnis. Die ersten Feedbacks waren eher negativ, weil es halt eben viele Leute nicht verstanden haben, weil ja, ich bin eh schon geimpft, da kann eh nichts mehr passieren, aber es kann halt eben was passieren. Und dieses Risiko wollten wir halt damit umgehen. Von den Schülerinnen und Schülern seien hier mittlerweile 80% geimpft, heißt es. Zweimal die Woche werden alle getestet. Ähnlich wie im Reha-Zentrum. Dort sind 90% des Personals geimpft. Manche konnten nicht geimpft werden, andere seien genesen, heißt es im Klinikum, wo tagtäglich jene behandelt werden, die sich nicht selbst vor der Krankheit schützen konnten. Das normale Geschäftsleben, das, was jetzt gemacht wurde an Aufklärung, Information und so weiter, das hat offensichtlich nicht gereicht. Und ich muss aber auch sagen, ich habe keine Kraft dazu, mich mit solchen Leuten zu unterhalten und vielleicht die dann aufzuklären. Da fehlt mir die Energie, das will ich auch nicht aufbringen dafür. Es ist nur halt bedauerlich aus meiner Sicht. Ja. Reden, Übungen machen, alles ist noch sehr anstrengend für Franz Moser. Als Pilot wird der 55-Jährige nicht mehr arbeiten können. Auch wenn sein Reha-Programm in Bad Gleichenberg am Donnerstag endet. Gute Besserung von uns allen hier und mit diesen Genesungswünschen natürlich an alle, die gegen Covid und gegen die Folgen nach wie vor kämpfen, verabschieden wir uns für heute. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche.